Sie sind im Schweriner Stadtbild nicht zu übersehen. Die neuen, schmucken und deutlich heller leuchtenden Busse des Schweriner Nahverkehrs NVS. Es sind Busse mit dem Stern, Mercedes-Busse. Insgesamt 32 dieser hochmodernen und technisch hervorragend ausgestatteten Neuanschaffungen bereichern demnächst den NVS-Fuhrpark. Der eine oder andere Um- und Einbau ist noch notwendig. Das geschieht in den eigenen Werkstätten des Schweriner Nahverkehrs. Wir haben hier einige Umrüstmaßnahmen noch durchzuführen. Dazu zählt zum Beispiel der Bordrechner, an dem der Fahrer einstellt, welche Linie er ist, wo wir hinfahren. Darüber werden auch die ganzen Innenansagen gesteuert. Des Weiteren müssen wir noch den Fahrstuhlverkaufsautomaten einbauen und einige Systeme, die wir hier für den Betrieb brauchen. Das ist eine Tankstellenerkennung zum Beispiel, damit die Busse entsprechend an unserer Tankstelle betankt werden können. Insgesamt inklusive Anbringen von Aufklebern und so weiter liegen wir bei ungefähr einem Tag pro Fahrzeug. Der Chef der Werkstätten zeigt sich im Übrigen mit den Bussen des ausgewählten Anbieters mit dem Stern sehr zufrieden. Die Entscheidung für Mercedes hatte gute Gründe. Es gab andere Anbieter. Wir haben uns im Vorfeld die Fertigungsstätten angeguckt. Da hat sich auch schon mal die Spreu vom Weizen getrennt. Wir hatten Versuchsbusse hier gehabt von jedem Hersteller, haben Testrunden gedreht und es ist auf das Fahrzeug hinausgelaufen, auf das wir uns hier, das vor uns steht. Und es ist wirklich das beste Fahrzeug, was uns angeboten worden ist. Auch umgekehrt zeigt sich der Lieferer der neuen Busse mit der Zusammenarbeit mit dem Schweriner Nahverkehr sehr zufrieden. Wir freuen uns natürlich sehr, dass der Nahverkehr sich wieder für Mercedes-Benz-Busse entschieden hat. In dem Fall Mercedes-Benz Citaros der neuesten Generation. Und wie wir eben schon gesehen haben, auch in behindertengerechter Ausführung. Das ist alles in unserem Werk in Mannheim eingebaut worden. Und ganz wichtig für uns jetzt in den nächsten 12, 13, 14 Jahren Betriebszeit ist die Zusammenarbeit im Service, Teilebereitstellung, Reparaturbereitstellung, Updates, was da alles jetzt kommen wird. Und das hat sich in den letzten 12 Jahren oder 20 Jahren sogar bewährt. Stichwort behindertengerecht. In dieser wichtigen Frage braucht in den Werkstätten des Nahverkehrs jetzt nichts mehr umgebaut oder umgerüstet zu werden. Da hatten die Schweriner gute Vorarbeit in Mannheim bekommen und in gewisser Weise sogar eine Vorreiterrolle für andere Städte in Deutschland übernommen. Ich glaube, die Betonung hier beim Nahverkehr auf behindertengerechte Beförderung ist höher als in anderen Städten. Und ich denke, einige der Lösungen werden wir dann auch in Stadtbussen anderer Städte sehen. Und was sagen die Menschen mit Behinderung selber zur Zusammenarbeit mit dem Schweriner Nahverkehr? Sind sie auch so zufrieden? Der Behindertenbeirat ist sehr froh darüber, dass der Herr Klatt dafür gesorgt hat, dass Schwerin endlich größere Busse bekommt. Denn es war manchmal sehr haarig, wenn Rollstuhlfahrer draußen stehen bleiben mussten, weil der Bus voll war. Aber entweder waren schon Rollstuhlfahrer drin oder der Bus war voll mit Kinderwagen. Auch diese Leute haben ein Recht, vorwärts zu kommen. Und dann ist es nicht sehr angenehm, wenn man draußen im Regen zum Beispiel steht. Die neuen barrierefreien Busse. Nicht nur die Fahrgäste. Auch die Busfahrer profitieren von ihnen. Wir haben jetzt mehr Stellflächen in den Bussen. Im Gelenkbus haben wir jetzt 3 Stellflächen, im mittleren Bereich 2 Stück und im hinteren Bereich zusätzlich auch nochmal ein. Das erleichtert natürlich die Arbeit für den Kollegen dahingehend, dass wir Leute nicht unbedingt ausschließen können von der Beförderung, weil wir platzmäßig die Beförderung nicht gewährleisten können. Alles in allem ist die Flotte der 32 neuen Mercedes-Busse für die Straßen der Landeshauptstadt offenbar gut aufgestellt. Und zwar für Menschen mit und ohne Behinderungen. Dennoch wird an einigen Stellen in der Landeshauptstadt, wie zum Beispiel am Schweriner Hauptbahnhof, noch nach besseren Bedingungen für Menschen mit Behinderungen gesucht. TV Schwerin bleibt an dem Thema dran.